Frau Steinbrecher, Sie sind da in der Praxis Medixalstätte, sind Sie Advanced Praxis Nurse. Was ist das? Das ist eine neue Berufsrichtung, die es eigentlich gibt in der Schweiz. Das heisst, das gibt es schon lange in den angelsächsischen Ländern, aber in der Schweiz ist es eine relativ neue Ausbildung. Das heisst, alle, die das machen heute, die kommen von der Pflege. Also ich bin gelernte Pflegefachfrau mit der Berufserfahrung und dann nachher ein Masterstudium in Basel, an der Uni Basel gemacht, das ein Bachelor und nachher ein Master. Und dann habe ich vor unterdessen 5 Jahre abgeschlossen. Und wenn man den Master hat, kann man nachher, wenn man in der Praxis schafft, wenn man mit Patienten schafft, kann man als eben halt Advanced Practice Nurse tätig sein. Jetzt aus Ihrem Alltag, Sie sind einen Tag in der Woche, sind Sie da. Wer kommt dann zu Ihnen und mit was für Anliegen? Also wir haben mal am Anfang so 4 Schwerpunkte festgelegt. So 4 Richtungen, wo ich eigentlich damit arbeite. Und aber es zeigt sich immer mehr, dass hauptsächlich chronisch Kranke meine Patienten sind. Also Patienten, die mehrere Diagnosen haben oder die einfach einen langen Krankheitsverlauf haben, Diabetiker oder Patienten mit COPD, dass ich eigentlich zu denen gehe oder sie kommen zu mir. Wenn Sie irgendein Beispiel sagen, natürlich ohne Namen, aber so ein klassischer Fall, wo am richtigen Ort ist bei Ihnen. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Patientin mit COPD, die ist daheim, sie hat eine Herzinsuffizienz und ich gehe sie regelmässig besuchen und ich kontrolliere, ob sie ihre Medikamente, ob das noch die richtig sind, was sie nimmt. Ich schaue, wie ihr Gewichtsverlauf ist, wie ihre Atmung ist, wie es mit dem Sauerstoffschlag kommt. Und meine Aufgabe ist eigentlich zu schauen, ob das immer noch in der richtigen Bahn ist, je nachdem, wenn sie dann halt Wasser einlagert. Zu schauen, dass sie wieder mehr Diuretikum bekommt, um das Wasser wieder ausscheiden. Ja, einfach, dass sie ihren Alltag eigentlich mit diesen Medikamenten so gut leben kann, mit dieser Behandlung. Jetzt ist ja das etwas noch nicht so bekannt und ausgeprägt im schweizerischen Gesundheitswesen. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Vorteil von so einer Behandlung durch Sie? Der Vorteil ist, dass eigentlich der Arzt zu einem gewissen Grad entlastet wird von Sachen, die eigentlich nicht er unbedingt muss. Sagen wir jetzt zum Beispiel bei einem Diabetiker verordnet der Arzt das Insulin, das der Patient braucht, oder das Medikament. Aber nachher einem Patienten erklären, warum und was die Konsequenzen sind, wenn er es eben nicht nimmt, das braucht einem Arzt wie zu viel Zeit. So kann der Arzt sich auf andere Sachen konzentrieren, auf kompliziertere Sachen, als wir jetzt machen. Der Pflege her und der Vorteil ist, dass wir machen gewisse Sachen, die vorher einfach gar niemand gemacht hat oder eben Tätigkeiten, die vorher beim Arzt waren, wo er uns abgeben kann. Das heisst, Sie sind eigentlich viel näher an Ihrem Patienten im Alltag und haben die entsprechende Ausbildung für das. Was macht dann der Arzt noch oder was ist der Arzt für Sie dann als wichtiger Partner? Also kurz gesagt, der Arzt verordnet eigentlich Therapien und ich schaue, dass der Patient die Therapie auch umsetzen kann, in seinen Alltag einbauen und versteht, warum die Therapien wichtig sind, beziehungsweise dass ich reagieren kann, bevor er entgleist, weil eben vielleicht die Therapie nicht mehr die richtige ist oder weil er sie nicht nimmt. Das klingt jetzt sehr plausibel, dann fragt man sich eigentlich, warum hat sich das in der Schweiz nicht schon lange durchgesetzt? Es hat es einfach nicht gegeben. Das Studium, das ich gemacht habe in Basel, das kann man seit gut 15 Jahren kann man das machen. Unterdessen haben Fachhochschulen angezogen. Es hat es vorher nicht gegeben. Und jetzt gibt es. Und die meisten sind aber nachher in die Spitäler gearbeitet. Also im ambulanten Bereich gibt es sehr wenig. Und uns gibt es nicht vom Gesetz. Wir sind gesetzlich nie verankert. Ja, uns gibt es wie eigentlich noch nicht. Und darum ist auch die ganze Finanzierung halt auch ein Problem. Und wie sieht denn die Zukunft aus? Zukunft? Es wird immer mehr geben. Es gibt immer mehr Studiumabschliessende, also vor allem eben auch die Fachhochschulen. Und wir sind jetzt in der Schweiz, sind wir jetzt die Vierte, die so eine Tätigkeit überhaupt machen in einer Hausarztpraxis. Und ich denke, in den nächsten paar Jahren, das wird kommen, das wird immer mehr kommen. Und
die Hausärzte müssen auch noch überzeugt sein davon. Es gibt natürlich auch Hausärzte, die finden, sie brauchen das nicht. Das sind ja Tätigkeiten, die eigentlich ihre Rolle ist. Der Patient hat Beziehung zum Hausarzt, es muss da nicht nochmal jemand Fremdes kommen. Wenn Sie jetzt mit Ihren Patienten reden, wie sind denn die Rückmeldungen von denen? Findet ihr das toll oder hätte es doch lieber jemand mal noch mehr, der Arzt? Oder wie ist denn die Reaktionen? Ich muss sagen, es hat jetzt noch nie jemand zu mir gesagt, warum jetzt ich und warum nicht der Arzt? Oder wäre jetzt lieber zum Arzt gegangen? Und ich habe zum Beispiel einen Patienten mit Herzinsuffizienz, den ich mit dem Felix Huber zusammen betreue. Und wenn er etwas hat, wenn er kommt, dann fragt er immer, ob entweder er oder ich da sind. Also ich habe immer mal den Eindruck, spielt ihm nicht so eine Rolle, ob er jetzt zu mir oder zu ihm kommt. Ich wollte einfach zu jemandem kommen, den er kennt. Ja. Und ich habe natürlich auch immer einen Arzt im Hintergrund. Also ich verordne ja nicht selber einfach Medikamente, sondern ich mache dann einen Vorschlag, dass ich mich mit dem Arzt abspreche, wenn ich das Gefühl habe, man müsste etwas ändern. Ja. Danke vielmals. Sehr gerne geschehen.